Aber das ist ja doch schon ganz anders als, sage ich jetzt mal, als natürliches Schlafverhalten. Unser natürliches Schlafverhalten ist uns anerzogen worden. Ja, weil wenn wir mal vor unserer Geburt waren wir in der Gebärmutter unserer Mutter, die war gefüllt mit Wasser. Wir haben im Schwebeschlaf geschlafen, die ganze Zeit. So, dann kommen wir raus, ja, und werden auf irgendeine Matratze geknallt. Und dann werden wir als Baby dazu erzogen, auf einer Matratze zu schlafen. Es gibt auch heute noch in Karlsruhe eine spezielle Säuglingsstation. Da sind nur Wasserbetten für die Frühchen extra beheizt und für dieses Schwebegefühl konzipiert in Brutkästen, die wirklich dann auf Wasser basieren. Also um sozusagen die Geschichte noch nach vorne richtig zu bringen. Also dieses Gefühl des Schwebeschlafs. Es ist auch so, dass wirklich, wenn man wirklich Säuglinge nimmt und legt die in ein Wasserbett rein, die kommen sofort zur Ruhe. Ja? Die schlafen auch viel schneller ein. Ja, weil sie es halt eben noch aus dem Mutterleib kennen. Jetzt muss ich mal zu einer ganz wichtigen Frage natürlich kommen. Sex. Im Wasserbett. Weil das Problem ist ja, wie du schon sagtest, das Wasser gibt erstmal nach. Das heißt, du hast ja mehr Arbeit, um hochzukommen. Du musst ja halt eben ein bisschen mehr was einfallen lassen. Es ist mal Zeit für Neues. Ja, manche Dinge gehen, manche eben nicht. Du musst dir halt eben ein bisschen was überlegen, musst dir was einfallen lassen. Ja. Aber es geht. Es geht. Ja. Es geht. Es geht. Ja. Und falls gibt es ja noch das Sofa, ne? Ja, Wassersofa weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich jetzt nicht so mit. Haben wir auch schon gebaut, ja. Nein, aber dass das irgendwie geht, war mir schon klar. Ja. Aber gibt es da irgendwelche Verhaltensmaßregeln oder irgendwie was? Was darf ich auf gar keinen Fall tun? Gibt's nicht. Rauchen. Also mit Nadeln würde ich nicht unbedingt rumspielen, aber ansonsten ist das alles okay. Ja, Nadeln wäre natürlich dann blöd, weil dann hast du irgendwo so eine kleine Fontäne. Ich komme auch abends und repariere den Abschluss, das kann ich nicht. Ja, nee. Ich glaube, das ist dann in dem Moment dann auch nicht mehr angebracht. Dann brauchst du es auch nicht mehr. Also, dann nicht mehr. Ihr habt ja noch ein ziemlich jeckes Feature im Angebot. Mhm. Und zwar Hundewasserbetten. Ja. Erstens, wie kommt man da drauf? Zweitens, wer braucht sowas? Ja, wie kommt man darauf? Eigentlich die Grundidee, das Hundewasserbett an sich, gibt es eigentlich schon relativ lange, ist aber nie wirklich großartig beworben worden. Auch das Hundewasserbett ist ja aus einem medizinischen Hintergrund. Das heißt, gerade bei größeren und älteren Hunden haben wir halt eben viel Probleme, HD, Arthrose, diese ganzen Geschichten. Und das Hundewasserbett ist im Endeffekt genau so konzipiert wie eins für Menschen. Das heißt also, es ist ein Heizsystem drin, damit die Muskulatur entspannen kann. Und der sogenannte Schwebeschlaf ist dann auch da gegeben. Das ist halt eben für diese Hunde, die halt eben diese Erkrankungen haben, dann auch die Möglichkeit, schmerzfrei zu schlafen. Ja. Wie sieht das aus mit Krallen und so weiter? Kein Problem, also beim Hundewasserbett ist es etwas anders wie bei unserem. Der sogenannte Bezug, also diese Ummantelung, die bei uns eben aus einer bestimmten Stofffaser ist, ist dort aus Kunstleder. Mhm. Ja, auch kein Thema. Ja, dann hast du noch eine Frage? Ja, ich finde, du solltest uns noch einmal sagen, wo die Adresse deines noch neuen jungfräulichen Ladens ist, falls wir jetzt Leute interessiert haben. Die Adresse ist am Haus. Ah ja, aber dass man vielleicht verrät, wo das Haus steht. Ja. Das wäre eine schöne Sache. Und vielleicht noch so ungefähr, also keine wirklich, du musst jetzt keine direkten Preise sagen, aber wo fängt das an mit dem Wasserbett, dass man sich mal eine kleine Vorstellung machen kann? Okay, also unser Ladenlokal haben wir jetzt derzeitig eröffnet auf dem Ostwall, Nummer 83. Ist im Prinzip ganz einfach schräg gegenüber von Heinemann. Das ist eigentlich so das Markanteste, was man dort sieht oder was die meisten auch zuordnen können. Ja, was muss man für ein Wasserbett? Ein Grundgerüst, man sagt so um circa 1800 Euro muss man schon rechnen. Je nachdem, was man haben will. Nach oben gibt es natürlich keine Grenzen. Es gibt genug Spielzeug, was man da noch verbauen kann. Das ist dann auch wieder solche Sachen, ob man es haben muss oder nicht.
Wenn man es aber auch hochrechnet, wenn jetzt auch viele wieder sagen, oh, das ist aber viel Geld, wenn ich dann hochrechne, was haben viele Leute, die alle 3 bis 5 Jahre ihre Matratzen austauschen. Ja, wir gehen alle nicht mehr dazu über, ihm alle die Rollmatratzen zu kaufen. Das heißt, wir nehmen also mittlerweile alle vernünftige Matratzen, die auch irgendwo bei 600 Euro das Stück anfangen, plus Lattenroste. Rechnen wir es hoch, ist es eigentlich schon fast günstiger, da ein Wasserbett eine Lebenserwartung zwischen 12 und 15 Jahren hat. Ja. So, dann habe ich noch eine abschließende Frage. Und zwar, du beschäftigst dich auch nebenher mit Krefelder Mundart. Ja. Wie kommt es dazu? Wie kam es dazu? Ist mein Vater schuld. Ist mein Vater. Also mein Vater ist halt eben auch Urkrefelder und... Sprich breitestes Blatt. Oder, eher so hochdeutsch gestreift. Er versucht es eigentlich zu vermeiden, aber es kommt dann doch immer irgendwo wieder mal durch. Und ja, ne, Freundes- und Bekanntenkreis ist halt eben auch dieses typisch Krefelder halt. Ne, und, ja, wir mögen es gerne. Wir mögen es gerne. Schönes Schlusswort. Danke. Thomas Ahl. Und die Brücke zum Platt habe ich deshalb gemacht, weil wir haben heute wir haben natürlich Live-Musik, wie immer, Live-Musik. Und wir haben heute eine Kombo da, wo ich schon seit, wie lange? Seit 3 Jahren? Seit Beginn der Sendung bin ich schon an Denne am Baggern dran, dass sie endlich mal zu uns kommen. Und heute haben wir es endlich geschafft, nämlich Schengen Blasius Flönzrakete.